Yoho, und dann herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Farming-Tutorial. Ich habe eine neue coole Stelle gefunden, die war eigentlich ganz offensichtlich. Ich habe sie bloß blöderweise ignoriert. Und zwar, wo ihr viele Seelen farmen könnt. Das war richtig viele Seelen und das auch ziemlich easy eigentlich. Und zwar, ja, Moment. Verbindungssystem verloren, egal, wir sind gerade eh keine Leute dann. Wir nehmen uns einfach mal hier den Lukas hier mit. Dann nehmen wir uns jetzt hier einfach mal den hier mit. Ne? Das braucht dazu natürlich das Eis, das sie. Und einige wissen ja vielleicht, dass man, wenn man hier 50 von diesen Leuchten farmt, dass man hier gut, dass man hier zu der alten hochkommt. Und was wir jetzt probieren, ist was anderes. Und zwar ich zeige euch einfach, wie es geht. Ihr springt hier runter, ganz Friede, Freude, Eierkuchen. Am besten ist, ihr nehmt ein Schild mit, weil ihr wollt ja sicher farmen. So, ganz kurz erstmal ausrüsten. So, jetzt guckt mal genau hin, wie viel ein so ein Vieh gibt. Schild ist zum Blocken da, das heißt, ihr kriegt keinen Schaden. Ihr seid natürlich sehr scheiße im Blocken. Feuerwehr müsste natürlich trotzdem ausweichen. Wo man vielleicht das Skirmschild mitnehmen könnte. Jetzt guck mal wie viel Leben. 10.700 Seelen mit voller Ausrüstung. Chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Wir haben so lange gebraucht, dass das dritte Feuer auch schon weg ist. So, und jetzt nehme ich mir ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, mit dem Trennkristall die Dinger zurückzuschicken. Wir können es zurückschicken. So, schickt ihr nämlich eure Freunde zurück. Ja. Und dann geht ihr selber zurück zum Leuchtfeuer. Tschüss, komischer Mann, der auf mich zurennt. So, und dann habt ihr es soweit eigentlich geschafft. Ihr habt jetzt verdient. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gerade hatten. Ich glaube, wir hatten gerade 220.000 oder so. Auf jeden Fall, ihr habt jetzt ungefähr 100.000 verdient und könnt einfach vorne wieder starten, weil der Boss nicht besiegt wurde. Unendlich viele Souls. Auf dem Level gibt es 10.700. Ihr könnt natürlich noch ein paar MGs steigen, wenn ihr wollt. Ich kann euch aber nicht sagen, ab wie viel MGs die gegnerischen Leute dann so viel Schaden machen, dass eure Verbündeten sterben oder dass ihr vielleicht gewonshottet werdet. Deswegen ist es vielleicht nicht so klug, zu hoch in den MG zu gehen. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Leveln.